Die Parasiten übernehmen zum Teil die Steuerung, was der Mensch tut und was er isst. Und das ist nicht unbedingt, der Parasit will was anderes haben wie der Mensch für seine Gesundheit. Und das, der Parasit ist meistens stärker. Weil das heißt, auf einmal kriegen die Leute dann Essattacken, oder? Und fressen genau das, was sie eigentlich gar nicht fressen wollen. Nämlich Zucker und Kekse und Käse und Brot ohne Ende und weiß der Geier was. Vielleicht können wir noch mal, weil wir zeitlich schon fast übers Ziel hinausgeschossen sind, noch mal kurz und knapp auf das Thema Ernährung eingehen. Da gibt es ja auch verschiedenste Ansichten, jetzt auch bei der Parasitenthematik, zum Beispiel Rohkost, ja oder nein, zum Beispiel Kohlenhydrate, ja oder nein, Ketogen, Low Carb, Paleo, hast du vorhin schon gesagt. Auch Wildkräuter, da sollte man speziell drauf achten. Vielleicht können wir noch mal kurz die wichtigsten Punkte durchgehen. Vielleicht erstmal Rohkost, worauf sollte man achten? Auch in Bezug auf die Parasitenthematik. Also, es ist ja so, es gibt manche so super Leute, die meinen, wenn man jetzt nur Rohkost isst, dann wird man keine Parasiten kriegen. Dann sage ich, okay, dann geht mal zum Jäger, der schießt dir dann ein Reh und dann guckst mal, wenn er den aufbricht, das Reh, wie viele Parasiten da drin hängen. Ja, und das Reh macht 100% Rohkost, oder? Also, die Schafe, die auf der Weide sind, die kriegen 100% Rohkost. Ja? Die Schafe sind die größten Parasitenschleudern, wo wir fast haben, gerade was der große Leberegel betrifft. Und die scheiden sogar 200 Mal mehr Eier aus wie Rinder, die auch schon genug ausscheiden an lebensfähigen Eiern, die da über 10 Jahre bei Trockenheit und bei Frost überleben können, oder? Also, sagen wir so rum, das ist das eine. Das zweite ist, natürlich, eine gewisse Rohkost birgt natürlich auch die Gefahr, dass man eben Parasiteneier abkriegt, weil durch Hitze oder so werden die ja abgetötet. Das heißt, Rohkost kann, wenn man Pech hat, eben auch die Quelle für eine Parasitenbelastung sein, weil diese Parasiteneier ja zunehmen, alleine was wir vorher schon erzählt haben. Warum? Auch Hunde und so weiter, Katzen, bla bla bla. Wie reinigst du deine Weidetiere. Rohkost? Bitte? Wie machst du deine Rohkost sauber? Siehe das Buch Grün Essen. Es ist jetzt wirklich in einer Stunde alles abzudecken, ist gigantisch und Ernährung, da könnt ihr jetzt 2 Wochen drüber reden. Aber es ist halt so, es ist die Frage, wie macht man die Rohkost? Einerseits muss man halt in gewisser Weise, wenn man Wildkräuter sind auch effektiv bei Parasiten zum Teil, oder? Nee, ich meine, Also wie du viele sie Rohkost. reinigst, nicht welche Lebensmittel, sondern wie du sie sauber machst, meine ich. Es kommt drauf an, welche Rohkost du hast. Also du kannst nicht sagen, pauschal, man reinigt das jetzt mit Diodlösung oder man tut es in Chlordioxid oder sonst was rein. Übrigens macht das dem Parasitenei gar nichts. Auch Salzsäure macht denen nichts. Manche Parasiten, die brauchen sogar die scharfe Salzsäure von Hunden, damit sie überhaupt schlüpfen können. Die überleben da locker. Das heißt, zum Vermehren brauchen sie sogar die Säure. Es ist ein absoluter Schwachsinn, dass man sagt, oh, unsere Magensäure tötet alles ab. Ist alles total verrückt und falsch. Ja, die können auch ganz andere Säureduschen überleben. Das heißt, bei der Rohkost und bei dem Zeug, es kann sein, dass ein Kopfsalat von Demeter mehr Fuchsbandwurm-Eier oder Askariden-Eier drin hat, wie der Löwenzahn von der Wiese. Ja? Weil dort nämlich auch die Füchse und die Hunde und das ganze Zeug nachts rüberspringen. Und zwar nicht wenig, beim Feldsalat genauso. Die Rosetten sind ein großes Problem, oder? Das heißt, die schneidet man am besten ab. Also nicht so klassisch den Löwenzahn stechen, unten ein bisschen in der Erde drin, weil es halt so gut schmeckt. Sondern die Rosette muss halt weg, weil die kriegt man ja nie sauber. Also man muss halt nur schon sauber machen. Aber die Frage ist ja, wo sammelt man? Also Wegränder oder so, wo die ganze Hunde herkacken, sicher nicht. Das ist das eine. Also das heißt, man muss auch wissen, was hat man vor sich, wie hoch kann die Parasitenlast sein? Parasitenlast bei Brennnesseln ist in der Regel erstmal niedriger, weil die kacken, die Hunde und so, die kacken ja nicht gerne in ein Brennnesselfeld rein. Das piekst die ja auch. Das andere ist allerdings, dass Fuchsbandwurmeier, wenn es Trockenphasen gibt, natürlich so verstaubfein sind, dass sie durch den Wind und so weiter verbreitet werden und die kann man auch über die Luft, über die Lunge aufnehmen. Ja, siehe Bauern, die heuen, die haben ein höheres Risiko für Fuchsbandwurmeier. Das geht einfach über den Staub. Das heißt, dann sind Brennnesselhaare natürlich wieder blöd, weil die halten das fest, die haben keine glatten Blätter, auch andere Pflanzen, wie zum Beispiel Beinwell oder so. Das heißt, dann muss man die natürlich wieder besser waschen. Dann ist auch die Frage, wann sammelt man? In der Trockenphase oder gerade am Tag danach, nachdem es geregnet hat? Wo sammelt man? Auf der Güllewiese? Das ist ein No-Go eigentlich. Schafsweide, jetzt kommen jetzt wieder die Schafe im Frühjahr, laufen über die ganzen Felder rüber. Die Felder sind sozusagen ein No-Go, weil Parasitenlast ist da gigantisch. Und wenn, dann muss man halt die
Kräuter weit oberhalb der Erde abschneidet. Also das heißt mindestens 1-2 Zentimeter oberhalb der Erde. Da hat man zwar die Rosetten dann nicht. Das Gute ist, der Löwenzahn und so weiter überlebt. Der wächst dann wieder nach. Und das Bessere ist auch, man kann es auch besser reinigen. Das heißt, wenn man es 1-2-3 Mal wäscht, vielleicht auch mit warmem Wasser, hat man eine bessere Chance. Dann ist die Frage, welche Wildkräuter. Die Buschblätter und die Baumblätter. Ja, da kackt jetzt kein Fuchs drauf, sage ich mal. Nur Ist natürlich Vögel. auch kein Hund, ja. Also auf die Lindeblätter kackt er halt nicht drauf. Gut, natürlich die Vögel können nicht drauf kacken. Blöd. Gut ist, wenn die Lindenblätter noch die Läuse dran haben, dann schmeckt es nämlich süß. Und außerdem hat man Vitamin B12. Ja, also Können auch Parasiten was an die den Läusen Rohkost sein? betrifft, ist ein Riesenthema und da kann ich das nicht einfach so kurz bringen. Es ist Rohkost in der Frischkost ist extrem heilungsfördernd und mit das Beste, was ein entzündeter Magen hat. Und man isst halt, Gottes Namen mal, einen rohen Kohl, was extrem gesund ist. Man darf es halt nie mit Öl abmachen. Also was wirklich eine Katastrophe ist bei Rohkost, wenn man viel Fett oder Öl dazu isst. Am besten gar kein Fett und Öl. Genug Fett und Öl hat man in den Blättern drin. Man braucht eigentlich gar kein extra. Dann wird schon mal besser verdaut. Dann das andere ist, natürlich ein roher Kohl oder Kohlsaft ist ja sogar Antiparasitärwirkung, macht sogar Helicobacter pylori kaputt, ist eine Bakterie, die im Magen vorkommt, auch parasitisch lebt und auch sogar Krebs und so weiter auslösen kann. Und auch Knoblauch oder das viele Sachen, diese krebstönende Wirkung von Brassica-Arten, also von Kohlarten, das funktioniert nur, wenn sie roh sind, vorher nicht. Wenn sie gekocht sind, ist die Sulforaphan sozusagen kaputt, aber das könnte ja noch tiefer gehen. Bei verschiedenen, beim Allicin und so weiter ist genauso. Also im Endeffekt ist es schon gut, wenn man Rohkost ist. Man muss halt nur wissen, wie und was und welche Kombination. Das heißt, was Parasiten betrifft, ist in der Regel die äußeren Blätter halt wieder wegmachen, dann gut waschen und frage halt, wo man das Zeug sammelt oder bezieht. So, das ist das andere. Es gibt Rohkost, die man früher auch genommen hat, um zum Beispiel Bandwürmer auszuscheiden. Da reicht schon rohe, geriebene Karotte. Und kann sein, dass hinten zum Beispiel Rinderbandwürmer rauskommen. Das mögen die nicht. Ja. Es gibt verschiedene Kräuter, die auch ätherische Öle haben, die eben Darmparasiten zum Beispiel lähmen und die werden dann halt mit ausgeschieden. Die Ballaststoffe spielen auch eine Rolle. Mögen die Parasiten auch nicht so. Die können sich nicht so gut ganz mit rohen Karotten und rohen Kartoffeln, kann man ja auch essen. Die sind übrigens auch sau gut bei Magengeschwüre und überhaupt bei Darmentzündungen. Rohe Kartoffeln und rohe Kartoffelsaft funktioniert nicht, wenn es gekocht ist. Ja? Weißkohl genauso. Aber die Weißkohlwickel auf Wunden drauf funktioniert besser wie CDL zum Beispiel. Aber das geht nur, wenn es roh ist. So, dann ist es halt das andere natürlich. Man kann natürlich auch die Speise kochen. Da hat man in der Regel die Parasiteneier abgetötet. Man kann sie auch einfrieren. Längere Zeit, minus 18 Grad, sind viele Parasiten abgetötet, ist okay. Die Frage ist dann halt nur, wie ist es dann gut, um die Parasiten sozusagen niedrig zu halten? Es ist klar, wenn man Milchprodukte isst, also meine tierische Nahrungsmittel sind auch ein großer oder einer der Hauptüberträger für überhaupt Parasiten. Das heißt, wenn man Rohmilchkäse oder Rohmilch oder überhaupt Milchprodukte isst, kann man durchaus einige Erreger und vor allen Dingen auch Parasiten bekommen. Und zwar nicht wenig, beim Fleisch genauso. Zum Teil auch Parasiten und Bakterientoxine, die auch die Hitze überleben, die aber nicht lustig sind. Das heißt, tierische Nahrungsmittel können große, es gibt auch Leute, Instinkto-Leute, ne? Bourget vor 30 Jahren hab ich auch gemacht. Also das heißt, da isst man auch rohes Fleisch, wenn man es mag, ne? Und rohe Leber. Ich meine, rohe Leber ist ein absolutes No-Go, weil die sind immer voll mit Parasiten. Ja. Das geht gar nicht, das muss erhitzt werden, aber in der Instinktotherapie muss man halt alles roh essen, rohe Fische auch. Was meinen Sie, wie viele Instinktotherapeuten ich gehabt habe mit Riesenbäuchen und Mangelsituationen, B12-Mangel, alles Mangel, obwohl sie jeden Tag, jede Woche praktisch ein Kilo Leber und so weiter gegessen haben, roh natürlich. Die müsste eigentlich von Vitamin B12 bersten. Ja, mehr geht da nicht, aber die haben Mangel und sind nicht gut drauf und sind halt voll mit Parasiten. Das muss man halt wissen. Die Parasiten fressen haben ziemlich viel Zeug weg, unter anderem auch B12. Da kann man oben reinschieben, was man will. Und bei einer Parasitekur muss man manchmal auch die Parasite so ein bisschen aushungern müssen. Wobei, jetzt mit Fastenkur Parasiten auszuhungern, das ist nicht so ganz einfach, weil die Parasiten, die überleben ja den Mensch meistens länger. Das heißt, der wird eine Fastenperiode locker überstehen. Also, das so einfach geht es auch nicht mit irgendwie nur Fasten. Getreideprodukte, wo schleimbildend auch sind, also sieht man ja, wenn man es kocht, vor allem glutenhaltige Getreide, können natürlich auch die Parasiten besser ernähren.
tierische Eiweiße, vor allen Dingen Milcheiweiße oder so. Das heißt, da in diesen, da können die besser Biofilme aus dem Material bilden und es ist halt eine gute Nahrung für die. Ist natürlich auch für den befallenen Mensch wieder blöd, also siehe auch bei Toxoplasmose, siehe auch bei Leberekel, siehe bei anderen Parasiten. Die Parasiten übernehmen zum Teil die Steuerung, was der Mensch tut und was er isst. Und das ist nicht unbedingt, der Parasit will was anderes haben wie der Mensch für seine Gesundheit. Und das, der Parasit ist meistens stärker. Weil das heißt, auf einmal kriegen die Leute den Essattacken, oder? Und fressen genau das, was sie eigentlich gar nicht fressen wollen. Nämlich Zucker und Kekse und Käse und Brot ohne Ende und weiß der Geier was. Da hat dann der Parasit sozusagen gesiegt, oftmals. Nicht immer, es gibt natürlich andere Ursachen dafür, aber das kann schon sein, bei Bulimie genauso. Wer ist da, wer steuert uns? Wer steuert uns, was wir essen? Und wenn man jetzt so die Allgemeinheit sieht, sagen wir mal die Deutschen und die Amerikaner, was die alles so essen, muss ich sagen, dann mindestens alle Deutsche haben Parasiten. Die sind doch echt total blöd gesteuert, wenn sie zum McDonald's rennen, oder? Ich meine, das ist super für den Parasit, aber für den Mensch nicht.